Der Borkumer Rainer kann es jetzt schon kaum erwarten und auch Trixi ist unterwegs. Oh, hallo. Hey, Trixi. Rainer, hey, das ist richtig. Ja schön. Ja, auf Borkum kennen wir uns alle untereinander ganz gut und den Rainer kenne ich natürlich auch. Und ja, ich war noch nie bei ihm essen, ich freue mich drauf, bin mal gespannt, was alles so gibt. Also man kennt sich ja, die ostfriesischen Inseln sind ja jetzt auch nicht so riesig bevölkert. Ne? Also, da kommt dann sowas dabei raus, das ist doch nett. Aus Norderney hat sich Antje auf den Weg gemacht. Wir sind hier auf Borkum, leider nicht das allerschönste Wetter mitgebracht. Mein Mitstreiter, ich denke mal, dass er deswegen auch sich etwas verspätet hat. Ja, mache ich mich schon auf den Weg. Wo bleibt das denn? Antje lässt sich nicht aufhalten und schaut sich alleine um. Rainer und Trixi kommen als Borkum-Duo. Ach nee, guck mal, der André. Hey, ihr zwei. Hey, grüß dich, Trixi. Hallo, grüß dich. Moin. Hallo, hallo Rainer, grüß dich. Hallo. Ja, Mensch, André haben wir getroffen. Das ist der dritte im Bunde von Borkum. Wunderbar. Ja. Man kennt sich natürlich, aber gegessen habe ich da noch nicht. Du schon? Ich auch nicht, nein. Nee, ich bin sehr gespannt. Hey, wer bist du? Ich bin die Antje, hi. Hi, schön. Von welcher Insel kommst du? Von der Norderney. Siehst du, Antje kennt man nicht. Rechts haben wir die Borkum-Gang, ne? Und links kommt die anderen Insel dazu. Ich würde sagen, ihr geht schon mal rein. Okay, danke. Danke. Und, André, immer noch so cool? Ich werde sie heute sowas von wegkochen. Ich mache sie fertig. Dann mal los. Oh. Trixi bildet die Vorhut und ist positiv überrascht. Das ist ja schnuckelig hier. Mal wie in Bella Italia alles. Ich wollte gerade sagen, sieht nach einem Italiener aus. Also man merkt direkt, dass man in Italien ist, wenn man hier reinkommt, ja. Il Tricolore hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber drinnen stimmt das Ambiente. Wahnsinn, guck mal hier, was hier alles ist. Wurstwaren, Schinken, Fleisch. Das ist tatsächlich oft so, ne, in italienischen Trattorien so, dass einfach so dieser Schinken dort ist und dass du so, dass dir alles anschauen kannst. Ich mag sowas. Fleisch interessiert mich sehr. Es sieht auch unheimlich gut aus, was er da in der Vitrine liegen hat. Vom Schinken über die Salami, über einen super Käse, denke ich. Man kriegt Hunger. Draußen Borkum, drinnen Italien. Jetzt fehlt nur noch Wangerooge mit Nachzügler Dustin. Dann ist die Runde komplett. Da ist er ja. Ja, hallo. Wer bist du? Hallo, grüß dich. Dustin, hallo, moin. Dustin, du gehörst, glaube ich, zum Team. Ich freue mich. Ja, super, angekommen. Ja. So, also, das verlorene Inselkind ist da. Dustin. Allgemeines Hallo der Insulaner. Aber wieso ist denn Dustin erst jetzt da? Was war los? Scheiß Wetter, alles bewölkt, Flieger ging nicht, dann erstmal mit der Fähre ans Festland, Taxi bis Emden und dann zack auf die andere Fähre und jetzt bin ich endlich hier. Aber schön norddeutsch, ne? Ja, und jetzt zack, dann bin ich hier, ne? Geil. Wir freuen uns auf dich und auf euch natürlich und wünschen euch einen tollen Abend bei uns. Meine Frau ist an eurer Seite. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich koche für euch und lasst euch fein überraschen. Beatrice unterstützt André im Service. Sie klärt die Mitstreiter über Karte und Konzept des Relito auf. Diese studieren neugierig das Speiseangebot. Also eigentlich alles, bis auf die klassische Pizza, ist da. Anfangs habe ich gedacht, schade, ich hätte mich auf eine Pizza gefreut. Aber alles andere hat er abgedeckt und ich habe nichts vermisst. Ja, also ich glaube, dass es keine Pizza geben muss. Ne? Ich finde, der Laden schreit nicht nach außen, hier gibt es Pizza. Es ist wirklich eher so eine kleine Trattoria. Wie ja auch schon der Name sagt. Und los geht's, die Mitbewerber suchen ihr Menü aus. Ich nehme gerne die Bruschetta vorne weg. Ja. Klassik, ja? Ja, Klassik, bitte. Ja. Und ich würde mich für die Involtinis interessieren. Ja. Ich möchte mal kurz fragen, weil ich Allergie habe gegen Eier. Sind da Eier drin? Nee, sind keine Eier drin. Toll. In der Pasta. Die dazu gibt, sind so ein bisschen Ei drin. Okay, aber die Involtinis, die sind die ich gerne mal probieren möchte, weil die kenne ich nicht. In Ordnung, machen wir gern. Ja, das ist super. So muss es funktionieren in der Gastronomie. A ist sowieso der Gastkönig und natürlich gehe ich drauf ein. Da ist die Trixi auch hochzufrieden. Startschuss fürs Relito. In der Küche bekommt André von Antje Besuch. Die staunt über die Fleisch- und Wurstauswahl. Ich bin ja so froh, dass mir mittlerweile an diese tollen Produkte auch bei uns rankommt. Ne? Ich würde dir wohl ganz gerne so ein bisschen Vitello Tonnato zaubern, wenn du Lust drauf hast. Sehr gute Idee, ja. Vitello Tonnato ist ein italienischer Vorspeisenklassiker vom Kalb.
Wir beide fangen mit der Soße an. Ja. Die Mayo machst du selber? Ist die auch hausgemacht? Oder nein, machen wir nicht selber. Ist eine normale Discounter-Mayonnaise. Den besonderen Geschmack bekommt sie gleich, wenn wir beide dabei sind, das fertig zu machen. Also da die Mayo in dem Fall nur eine Basis ist für die Soße, finde ich das total in Ordnung. Geht es um Schnelligkeit wieder, er ist alleine da. Die Sicherheit spielt dort auch eine Rolle, keine Frage. Geben dem Ganzen so ein bisschen Thunfisch. Ist auch normaler Discounter-Thunfisch. Ich arbeite ganz gerne mit kleinen Verpackungseinheiten, weil eben auch der Durchlauf gemäßigt ist. Und deswegen möchte ich nicht große Verpackungseinheiten bei mir in der Küche haben. Und dann nehmen wir unsere Sardellen. Unsere Sardellen natürlich auch kleine, gemäßigte Verpackungseinheiten. Hier sieht man einfach, wie man sich zu Hause mal ganz schnell eine tolle Thunfischsoße machen kann für ein Vitello-Tonato. Ne? Mayo, Thunfisch, Sardellen, Würze und schließlich noch Säure. Fertig, oder Antje? Also ich denke, für eine Vitello-Tonato-Soße wird sie nicht die allerwürzigste sein, was dann auch natürlich wieder alles andere widerspiegelt mit dem Salz, Pfeffer auf dem Tisch, um den Gast selber würzen zu lassen. Rein mit dem Zauberstab ins Süßchen und gut durchmixen. Dann wird der Rucola dekorativ angerichtet. Ja, was sehen wir denn da, Mike? Oh, er hat den Rucola aus dem Plastik genommen. Gut. Das Kalbsfleisch darfst du mir schon mal rausholen? Ja, gerne. Ich würde behaupten, das ist gleich hier richtig, vorne. Ja. Das Kalbfleisch ist bereits vorgekocht. Wie er es vorbereitet, erklärt André. Ich setze einen Fond an. Ich nehme ein bisschen Wasser, ein bisschen Rohr, ein bisschen Weißwein dazu. Es kommt Gemüse dazu. Das Ganze ein bisschen anwürzen mit Salz, ein bisschen Pfeffer dazu. Schaut auf jeden Fall schön rosa aus, ne? So circa bei 80 bis 90 Grad ungefähr eine Stunde kochen lassen, niedrig temperiert. Deckel drauf, damit wir das Ganze gut durchziehen lassen. Dann haben wir von außen den etwas festeren Bereich und von innen den weichen Kern erreicht. Nun schneidet er das kalte Kalbfleisch hauchdünn auf und richtet es auf dem Teller an. Die Thunfischsoße dazu und was noch? Und natürlich fehlen uns jetzt noch so ein paar Kapern. Viele nehmen ganz einfache Kapern. Ich nehme ganz gerne Kapernäpfel. Sie haben eine tolle Qualität, einen tollen Geschmack und geben optisch so ein bisschen was her. Ja, Kapernäpfel natürlich, die schöne, viel größere, knackige Kaper. Wenn du darauf beißt, hast du einfach natürlich einfach ja, viel fleischiger, sage ich mal. Ne? Klassiker kenne ich, sind die Kapern auch meist mit in der Soße drin. Das machst du jetzt gar nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist ja eine totale Schande, wenn man so gute Kapern mit in die Soße hineinbringt. Ich mache es bewusst nicht, ich finde es so schöner. In der Klassik gehören auch ein paar kleine Kapern mit in die Soße. Das ist richtig, aber gut, schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. Beatrice und André tragen Gang Nummer 1 auf. Gemischte Antipasti mit Parmaschinken, Käse und Gemüse gibt's für Rainer. Dreierlei Carpaccio mit Rind, Kalb und Lachs hat sich Antje bestellt. Die klassische Bruschetta mit Tomaten, Kräutern und Parmesan ist Trixi. Und das Vitello Tonato will das denn sich schmecken lassen. Also jetzt muss ich sagen, 17,50 ist kein kleines Geld. Ne? Also das ist Qualität, das ist Rind aus der Region, das passt. Aber ich finde den Preis nicht ohne. Ich finde es als Vorspeise ganz schön. Ja. Ist viel, ne? Sehr groß. Ja. Ja, dann guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Ne? Jetzt kosten die vier, ob die hohen Kosten sich geschmacklich bezahlt machen. Wie fällt ihr Urteil aus? Es schmeckt alles sehr gut, muss ich sagen. Und wenn man mal hier so anfängt, selbst der Mozzarella ist ein Büffelmozzarella, der schmeckt fantastisch, sehr cremig. Hier das gebratene Gemüse, Paprika in dem Falle. Frisch gebraten, noch lauwarm. Also beim Schinken erkennt man die tolle Qualität, dass er zart ist und dass er auch nicht so streng schmeckt. Er ist nicht zu salzig, er zergeht auf der Zunge, muss ich wirklich sagen, sehr gut. Die Handkanten-Zitrone finde ich lustig, aber was ich nicht gut finde, ist diese dunkle Balsamico-Glas, chemisch angedickt und bleh. Das war alles sehr lecker. Ich habe mich gefreut, auch über die gebratenen Gemüse, die da auf dem Teller waren. Die bekommt man oft, wenn man irgendwo einen Antipasti-Teller bestellt, zu kalt, dann haben sie einfach nicht das Aroma. Das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde, war eben, dass die Oliven nicht die Klasse hatten wie alles andere, was auf dem Teller war. Antje hat mit dem Dreierlei Carpaccio die teuerste Vorspeise. Was sagt sie? Das Rinder-Carpaccio habe ich natürlich jetzt leider schon fast aufgegessen. Hat man aber auf jeden Fall an der Marmorierung des Fleisches gesehen, dass es auf jeden Fall eine gute Qualität ist. Haucht und aufgeschnitten, kann man nicht so sagen. Perfekt. Ja, das Kalbsfleisch hatte nun super Gargrad.
in der Mitte wirklich schön, also es war medium perfekt. Auch der Lachs ist frisch, das hat man geschmeckt, von einer Seite angebraten. Ach, das ist ja witzig, den Lachs finde ich jetzt lustig. Ne? Der ist nicht roh, hauchdünn aufgeschnitten und mariniert, sondern auf der einen Seite angebraten. Ne? Das ist so alles ein bisschen anderes Style. Ja. Er war auch kaum gewürzt, auch da wieder das, was wir eigentlich vermutet hatten, durch die Menagen auf den Tischen. Für mich okay, weil so hast du wirklich den richtigen Fischgeschmack. Was ein bisschen schade ist, muss ich ganz ehrlich sagen, der Teller ist von unten leider komplett nicht angefasst. Er hat sich wahrscheinlich einfach nicht die Hände abgewischt, bevor er die Teller angefasst hat, an Pass gestellt hat und rausgegeben hat. Somit war der Teller leider von unten, von beiden Seiten wirklich, bisschen fettig. Fettig. Mist. Ja, das darfst nicht machen. Unsere Profis nehmen es halt alle ganz genau. André und Beatrice fragen persönlich, wie die Vorspeisen ankommen. Ich fange mal an. Das Vitello Tonnato hat mir gut geschmeckt. Hat mir gut gefallen, dass das schön rosa war. Durchgehend gute Qualität des Fleisches. Die Soße hat mir gut geschmeckt. Allerdings war der Kaperngeschmack nicht so vorhanden. Hat dem jetzt nicht so den Abbruch getan, hat mir trotzdem gut geschmeckt. Kapern waren ja als Äpfel vorhanden auf dem Teller. Und war schon alles in allem trotzdem stimmig. Einzige, was mir nicht so gefallen hat, ist, muss ich sagen, ein bisschen die Schnitttechnik der Zitronen. Okay. Ein bisschen, also wenn man da jetzt so Ecken schneidet oder so, ist es ein bisschen einfacher zu dosieren, ohne dass man direkt die Hand so mit Zitronensaft voll hat. Hat er schon recht, ne? Kannst ja gar nicht richtig nehmen und so ein paar Spritzer Zitrone rübergeben. Ja, finde ich gut. Ich finde, die Balsamico-Creme passt jetzt hier nicht unbedingt drauf. Also da wäre vielleicht weniger mehr. So Tomaten und so finde ich super vom Geschmack beim Vitello. Finde ich, es passt einfach nicht. Aber sonst war ich sehr zufrieden, hat mir gut geschmeckt. Ich würde mal sagen, der Jüngste in der Runde, ne, mit einer kernigen Ansage, ohne dass es gemein ist, aber er hat eine Meinung zu dem Ganzen. Schön. Trixi hatte die klassische Bruschetta als Gang Nummer 1. Bestimmt hat sie auch eine Meinung. Das war alles sehr lecker, alles frisch. Meine Frage an dich wäre jetzt eher, weil ich nicht so viel Olivenöl geschmeckt habe, auch nicht Salz und Pfeffer. Aber ich sehe das natürlich alles auf dem Tisch. Ist das so gewollt, dass man praktisch selber nachwürzt und so nach Geschmack selber macht? Oh, machen wir ganz bewusst. Ja, wir setzen es mit Olivenöl an. Wir haben auch einen Schuss Aceto mit drin. Wir sind auf Borkum, wir sind auf einer Insel, wir haben Allergiker. Ich habe unheimlich viele Gäste hier bei mir im Hause. Verstehe. Allergische Reaktion auf Pfeffer, auf Knoblauch. Ja, genau. Und von daher bin ich immer mit meiner Frau relativ vorsichtig. So ist es natürlich eine einfache Sache, der Gast will. Dann selber. Unter Umständen ist es aber auch so, dass der Gast nicht selbst gut würzen kann und findet unter Umständen die Speise dann als zu fade oder irgendetwas. Ne? Aber für Trixi geht das wohl völlig in Ordnung, dass man sich dann noch nachwürzt. Aber ich finde nicht, dass ein Essen so rausgehen muss, dass man es generell nachwürzen muss. Das finde ich nicht gut. Aber ansonsten war das eine ganz klassische, leckere Vorspeise. Der Parmesan war sehr lecker. Und ich bin jetzt auch der Typ hier mit der Balsamico-Glacé hier. Ich mag sie gerne. Wir haben eine Balsamico-Glas-Fanartikelbetreuerin, Trixi. Man könnte jetzt sagen, mein Gott, es muss nicht so viel Rucola drunter. Aber das ist jetzt auch meckern auf hohem Niveau. War lecker. Dank. Alles gut. Dankeschön. Na dann ist Gang 1 doch insgesamt gut angekommen. Oder was denkst du, Beatrice? Im Großen und Ganzen, ich glaube. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich glaub's auch. Wir waren, glaube ich, nicht ganz daneben. Nee, glaube ich auch nicht. Komm, High Five. Also ich würde sagen, die Vorspeisenrunde ist jetzt ganz gut gelaufen. Ne? Also wir haben sogar einen Fernbeauftragten für Balsamico-Glas. Gut zu wissen. Naja, aber gut gelaufen. Schön. Dann können wir uns ja schon auf Gang Nummer 2 freuen. In der winzig kleinen Küche wartet André auf seinen Mitstreiter Rainer. Na, wie läuft's? Rainer, hi. Ja, ich bin dabei, dir deine Hauptspeise zu zubereiten. Meine Hauptspeise, super. Ja, wenn du Lust hast, machen wir gleich mal einen schönen Fischteller. Ja. Dreierlei Fisch gibt's heute bei mir. Fisch auf den Tisch, auf Borkum ein Muss. Wir nehmen so ein bisschen Doradenfilet. Den legen wir uns hier schon mal her. Gut. Dazu kommt auf jeden Fall unser Lachs. Den stellen wir da hin. Auch gut. Und natürlich unsere Scampi. Ja, ist doch eine ganz nette Auswahl, oder? Der Fisch ist ja nicht aus der Nordsee. Warum verarbeitest du keinen Nordseefisch? Ja, wir sind eben halt eine wir produzieren eine mediterrane Küche. Wir kochen mediterran. Ich denke schon, wenn man in einen Laden geht, was Relitto heißt, italienisch angehaucht ist,
darf auf jeden Fall auch auf andere Fische zugreifen. Ne? Das stimmt natürlich. Fangfrisch wäre trotzdem schön, aber schauen wir doch erstmal, was André mit dem Fisch vorhat. Wird er gewürzt oder mariniert oder wie handhabst du das? Ich verarbeite den Fisch im Grunde genommen ungewürzt. Es wird sauber in Butter gebraten und je nach Bedarf ein bisschen Salz oder aber Pfeffer zugegeben. Okay. Ansonsten behalten wir den natürlichen Geschmack des Fisches. Ja, finde ich gut. Man kann ja auch selber noch ein bisschen nachwürzen. Auf jeden Fall. Im Grunde genommen ist der Ansatz gar nicht so schlecht, ne? Weil wir natürlich irgendwie in den letzten Jahrzehnten schon ziemlich viel niedergewürzt haben. Ne? Würzen oder nicht würzen, das ist heute bei André im Lokal immer wieder die Frage. Und wie garst du den Fisch? Wir braten zuerst auf der Hautseite. Ja, hat das einen bestimmten Grund? Es hat den Grund, der Lachs hat natürlich einen sehr hohen Fettanteil. Ja. Die Fette können sich mehr entfalten, jetzt in diesem Moment. Geil, die Fette können sich mehr entfalten, ne? Die Fette in der Haut oder was? Es ist ein Salmonid, es ist ein Fettfisch, ja. Ich brate meinen Fisch auf der Hautseite an, weil ich die Haut schön knusprig haben will. Wenn wir bei der Hälfte angekommen sind, wenden wir den ganzen Fisch nochmal. Wenn wir bei der Hälfte angekommen sind, fangen wir aber auch an, unsere Dorade dazu zu legen, weil die Dorade natürlich nicht so eine lange Garzeit hat wie unser Lachs. Ein Stück Lachs kann eine Zeit im Fett braten, vorausgesetzt, es ist das Richtige. Die Butter verbrennt doch ziemlich schnell, oder? Ja, siehst du, das ist das Problem. Es ist jetzt schon schwarz. Man muss sich das so vorstellen, Butter hat einen Anteil an Molke und auch an Wasser. Und wenn eine Butter nicht geklärt ist, also das heißt, wenn man nicht das reine Butterfett nimmt, dann kann diese Molke bei zu hoher Hitze verbrennen. Da ist dann nichts mehr Nussbutter, ne? Das ist dann Kohlebutter. Ne? Jetzt ist sie schwarz. Ist sie schwarz? Ja. Die Haut? Nee, die Butter. Die Haut? Nee, die Butter. Natürlich ist mir aufgefallen, dass André etwas anders kocht, als wie man es vielleicht in einer Lehre oder mit der vielen Erfahrung lernt. Aber er hat es trotzdem gut hinbekommen. Eben André-Style. Und so geht es weiter in der Pfanne. Er wendet den Lachs, bevor die Dorade dazu kommt. Wir können jetzt eigentlich beigehen, legen unsere Dorade mit dazu. Ja. Wieder von der Hautseite. Auch von der Hautseite. Von den Garpunkten her macht das richtig. Er sollte sich wirklich beraten lassen. Mit dem Thema Butter, einen guten Tipp hat der Rainer eigentlich vorhin noch gegeben, das reine Butterschmalz. Das ist schon schön, gibt einen Geschmack. Als Beilage zum maritimen Dreierlei gibt es frisches Gemüse, kurz angebraten in der Pfanne und schon geht's ab auf den Teller. Wir nehmen aus unserem Topf ein bisschen Tomatensoße. Aha, und wofür benutzt er die? Um die Gambas zu garen. Was sagt der gelernte Koch? Er ist nicht so eingefahren, er macht es so, wie er sich das vorstellt und hat nicht diesen Rhythmus, erst muss ich das machen, dann das, dann das, dann das. Er improvisiert und das macht er gut. Ich sag ja, an allen Kochgesetzen vorbeigekocht heute Vormittag, es geht so weiter. In der Trattoria Relito ist eben alles André-Style. Noch Spargel dazu und fertig ist das stylische Fischgericht. So, dann ist unser Teller fertig, Rainer. Sieht sehr gut aus. Ich wünsche dir gleich einen guten Appetit. Danke. Lass es dir schmecken. Ja, mir gefällt's auch. Ich verstehe den Rainer absolut. Jetzt geht's zu Gang 2 im Relito. Die vier Mitstreiter sind schon sehr gespannt, was Beatrice ihnen jetzt serviert. Antje freut sich auf Pasta mit Rinderfiletspitzen in einer Weißweinsauce. Die Involtini mit Parmaschinken und Blattspinat hat Trixi als Hauptgericht. Die Hasenkeule mit brauner Soße an Kartoffelpüree ist Dustin. Und an seinem Fischteller mit Kartoffel und Gemüse hat Rainer ja mitgekocht.